sehr geehrte Frau Sektionschefin, Exzellenz, sehr geehrter Herr Professor Habersack, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, ich freue mich, Sie hier, es ist mir auch eine besonders große Ehre, Sie hier heute begrüßen zu dürfen im Festsaal der Universität für Bodenkultur, zu einem besonderen Ereignis, nämlich zur Eröffnungsfeier des UNESCO-Lehrstuhls Integrated River Research and Management. Ich begrüße Sie hier im Namen des gesamten Rektorates und freue mich, dass der Saal trotz Anfang Juni, wo es so viele verschiedene Tagungen und Events und Termine gibt, der Saal so schön voll geworden ist, zeigt, glaube ich, auch das große Interesse an dem Thema und natürlich auch das große Interesse intern und extern, so wenn ich das so sagen darf, soweit ich das hier erkennen kann. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute zahlreiche Ehrengäste unter uns haben, die ja auch dann noch einige Begrüßungsworte an uns richten werden. Ich darf also sehr herzlich begrüßen in Vertretung von Herrn Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner, Frau Sektionschefin Magistra Barbara Weidgruber. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Weiters Herrn Sektionsleiter Botschafter Dr. Martin Eichtinger, den Leiter der kulturpolitischen Sektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Vielen herzlichen Dank. It is a specific pleasure for me to welcome Dr. Blanca Jiménez Cisneros, the Director of the Division of Water Resources of UNESCO Paris. Thank you very much for coming. Weiters freue ich mich, dass die österreichische UNESCO-Kommission durch ihre Generalsekretärin, Frau Magistra Gabriele Eschig, heute vertreten ist. Vielen Dank. Ja, und ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich den UNESCO-Lehrstuhlinhaber an der BOKU, Universitätsprofessor Diplom-Ingenieur Dr. Helmut Habersack und seine ganze Familie. Herzlich willkommen. Ja. Ich freue mich, dass so viele Angehörige, aber auch so viele Freunde der Bodenkultur dem Festakt heute beiwohnen. Und verzeihen Sie, dass ich jetzt hier nicht alle namentlich begrüßen kann. Es wäre jetzt eine relativ lange Liste, aber ich möchte in Vertretung einzelne Gruppen wenigstens herausgreifen. Und für die zahlreich erschienenen Ehrenträgerinnen und Ehrenträger darf ich begrüßen Herrn Ehrensenator Diplom-Ingenieur Karl-Georg Dudlig, Frau Professorin Monika Sickert, Herrn Ehrensenator Ministraler Dr. Christian Smolina und Herrn Ehrensenator Honorarprofessor Heinrich Wohlmeier. Vielen Dank für dein Kommen. Weiters, ja. Weiters begrüße ich sehr herzlich für den Senat die stellvertretende Vorsitzende, Frau Professorin Sabine Baumgartner. Vielen Dank, dass der Senat auch heute hier vertreten ist. Und für das Rektorat Herrn Vizerektor Professor Josef Glössl. Ich freue mich auch ganz besonders über die Rektore und Vizerektore Emeriti, die heute da sind, nämlich Professor Hubert Bürstein, Dr. Lothar Matzenau und Professor Manfred Wählern. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns feiert. Ja, wir haben zahlreiche Kooperationspartner heute hier. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich da jetzt nicht alle namentlich nenne. Ich möchte mich auf zwei beschränken. Herrn Dr. Michael Hengel, den stellvertretenden Direktor des Bundesamtes für Wasserwirtschaft, weil hier eine ganz besondere Beziehung besteht. Die wird sicher auch dann noch erläutert werden, etwas später. Und den Vorsitzenden des Senats, der Christian Doppler Forschungsgesellschaft, Professor Franz Ramersdörfer, herzlichen Dank fürs Kommen. Weiters begrüße ich natürlich auch besonders herzlich unseren Departmentleiter, Professor Herwig Weidbacher. Für ihn ist es, glaube ich, auch ein großer Tag heute, das mitzuerleben. Nicht? Er sitzt zwar in der letzten Reihe, aber schaut aber trotzdem ganz glücklich hier nach vorne. Ich freue mich, Herwig, dass du dabei bist und ich begrüße alle anderen Departmentleiterinnen und Leiter, Professorinnen und Professoren, pensionierte Angehörige der BOKU und natürlich auch alle Studierenden, die heute zu uns gekommen sind und mit uns feiern, ganz besonders herzlich. Nun, ja, Sie kriegen auch einen Applaus. Ja. Ja, Flüsse
meine Damen und Herren, sind die Lebensadern der Kontinente. Nicht auch schon historisch gesehen, auch prähistorisch, haben sich die Menschen immer in der Nähe von Flüssen niedergelassen. Das war logisch so, weil sie hatten dort Wasserversorgung. Außerdem hatten sie meistens ein bisschen Platz. Es waren die Wälder nicht bis in den Fluss hinein. Das sind auch Dinge, die man vielleicht heute sich nicht mehr vorstellen kann. Aber tatsächlich war es ja so. Sie haben ein bisschen Platz gehabt, sie haben Wasserversorgung gehabt, sie haben Fischerei betreiben können. Später konnten sie das Wasser auch zur Bewässerung von Feldern verwenden und sie konnten das Wasser zum Transport verwenden, aber auch zum Schutz. Nicht? Meistens war man geschützt, zumindest in der einen Richtung, das Wasser als schützendes Element. Naja, Schutz, später dann auch Wasserkraft, waren besonders wichtige Triebfedern. Heute sprechen wir darüber hinaus auch von der Erholungsfunktion, wird auch immer wichtiger. Denken wir gerade an die Donau, Nationalpark Donauauen als ein Beispiel, aber natürlich auch die kulturelle Bedeutung und die Ökosystemleistungen der Flüsse. Auf der anderen Seite ist es so, dass Flüsse auch vielfältige Gefahren mit sich bringen. Das erleben wir eigentlich ständig. Wir waren vorige Woche beim Kesi-Meeting in Novi Sad in Serbien. Serbien ist wirklich enorm betroffen. Da sehen wir, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Hochwasser sind also auch trotz vielfältiger Schutzmaßnahmen, die wir schon haben, immer noch ein signifikantes Thema. Seit 2002 hat sich auch sehr, sehr vieles getan. Auch da hat gerade der Lehrstuhl, den wir heute feiern, sozusagen sehr viel dazu, vor allem Professor Haber sagt, vieles dazu auch beigetragen. Also wir haben konkurrierende Ansprüche an die Nutzung von Flüssen und eine entsprechende Interaktion mit deren Funktionen. 2011 wurde in Wien von Professor Habersack die erste internationale Konferenz zum Status und der Zukunft der weltweit größten Flüsse durchgeführt. Und was auch wichtig war, es wurde die Vienna Declaration unterschrieben von 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 73 Nationen. Und die wichtigste Zielsetzung der World Large River Initiative ist eben die Entwicklung integrierter Managementoptionen für die großen Flüsse, um deren wichtige Funktionen zu erhalten oder wiederherzustellen. Ich glaube, aus dem Gesagten wird schon klar, dass es nur logisch war, dann als nächsten Schritt den UNESCO-Lehrstuhl für Integrated River Research and Management einzureichen mit und für Professor Habersack. Und damit auch diese internationalen Bemühungen entsprechend zu unterstützen und die wichtige Vernetzung mit den internationalen Organisationen auch sichtbar zu machen. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Professor Habersack ganz besonders herzlich gratulieren zu dieser großen Bestätigung und zu dieser großen Auszeichnung. Wir freuen uns natürlich als BOKU ganz besonders, den ersten UNESCO-Chair einmal an die BOKU überhaupt gebracht zu haben, aber auch den ersten UNESCO-Chair in Österreich zu beherbergen, der sich mit einem naturwissenschaftlich-technischen Thema auseinandersetzt. Das ist ja in Summe der fünfte. Und in der UNESCO der erste ist, der sich konkret und spezifisch mit Fließgewässerforschung auch im Sinne eines Ausgleichs zwischen Nutzung und Schutz auseinandersetzt. Also ich glaube, wir haben damit auch gemeinsam mit der UNESCO ein Thema in den Vordergrund gerückt und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist. Die Anstrengungen der BOKU auf diesem Gebiet werden ja noch von den intensiven und Anstrengungen auch im Bereich der Donauraumstrategie begleitet. Das von der BOKU und von Professor Habersack entwickelte DREAM-Projekt war das erste Flagship-Projekt der Priority Area 7, also der Knowledge Society der europäischen Strategie für den Donauraum. DREAM steht für Danube River Research and Management und somit für ein Großprojekt der Donaustrategie, das auf hydraulische, sedimentologische Grundlagenforschung ebenso abzielt, wie eben auch auf die Entwicklung von Modellierungswerkzeugen und Managementmethoden für die Donau im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und der nachhaltigen Nutzung des Flusses. Der österreichische Teil, das Wasserlabor in Wien, ist bereits im Bau und hat das Potenzial, eine Forschungseinrichtung mit absolut internationaler Strahlkraft zu werden. Und ich möchte mich an dieser Stelle insbesondere bei Herrn Bundesminister Mitterlehner
und auch bei Ihnen, Frau Sektionschefin Weidgruber, ganz, ganz herzlich bedanken. Sie haben die Fäden gezogen, Sie haben koordiniert und ich freue mich, dass so viele Ministerien und das Land Wien und Niederösterreich mitgezogen haben und damit auch die Kofinanzierung letztlich hier entsprechend sichergestellt werden konnte. Für heute verbleibt es mir nur, mich sehr herzlich bei der UNESCO zu bedanken für die Annahme unseres Antrages. Ich freue mich auf die Zukunft, auf die Implementierung, auf die Zusammenarbeit, die wird sicherlich sehr, sehr gut werden. Ich bedanke mich bei Helmut Habersack nochmal herzlich auch für sein unermüdliches Engagement und gratuliere zu den vielfältigen Erfolgen. Ich glaube, der heutige Tag ist eine gewisse Krönung, nicht? Das kann man schon so sagen und ich denke, den werden Sie auch entsprechend genießen können. Ihnen allen danke ich sehr herzlich fürs Kommen und wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung. Danke. Ich darf Sie jetzt auch gleich durch das Programm weiterführen und freue mich ganz besonders, Frau Magistra Gabriele Eschig nun zu bitten. Sie wird auch mit den, glaube ich, mit ein paar Folien, nein, Sie werden sie nicht, pardon, Frau Dr. Jimenez wird dann die Folien haben. Sie wird nun einige Begrüßungsworte, einige Worte an uns richten im Namen der UNESCO-Kommission. Darf ich Sie? Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrte Frau Sektionschefin, sehr geehrter Herr Sektionschef, sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrte Festgäste. Wie schon erwähnt wurde, ist der heutige UNESCO-Lehrstuhl, den wir hier gemeinsam feiern, der erste in Österreich, der sich naturwissenschaftlich-technischen Fragen widmet. Österreich hat jetzt insgesamt 6 UNESCO-Lehrstühle. Der erste war Schleining mit Frieden und Konfliktlösung 1996. Dann war fast 10 Jahre Pause und 2007 hatten wir dann an der Universität Graz einen Lehrstuhl für interreligiösen Dialog, 2008 für Peace Studies in Innsbruck, 2010 einen Lehrstuhl für multilinguale transnationale Kommunikation an der Translationswissenschaft in Wien und zuletzt 2011 an der Salzburger Universität einen Lehrstuhl für Welterbe und Tourismus und unser heutiger Ausgezeichneter wurde also 2013 beschlossen und hat am 01.01.2014 begonnen. Der Lehrstuhl widmet sich einem der großen Schwerpunkte der UNESCO, nämlich dem Wasser, das die UNESCO schon 1965 begonnen hat, zu erkennen als eines der wesentlichen Probleme, aber auch Herausforderungen im globalen Kontext. In den 70er Jahren wurde dann das International Hydrological Program gegründet, das inzwischen also in 160 Ländern Nationalkomitees besitzt und somit mit der UNESCO zusammen die Fragen der Wasserressourcen und ihrer Verwendung betreibt. Wie schon gesagt wurde, sind Flüsse wichtige Lebensräume, die auch ganz wesentliche kulturhistorische Bedeutung haben. Sie sind aber Naturräume von großer Bedeutung, sie sind für die Wasserversorgung bedeutend. Ihr Einzugsgebiet ist ja meistens wesentlich größer, als der Fluss selber sichtbar zeigt und so sind sie auch immer grenzüberschreitend, sowohl unter der Erde als auch ober der Erde und insofern ein hervorragendes Gebiet auch für die internationale Zusammenarbeit. Wir wissen, dass also Flüsse, die grenzüberschreitend sind, ja auch die Benefits sozusagen gemeinsam, die Länder sich die Benefits teilen, aber natürlich auch die Probleme und Herausforderungen teilen. Denn wenn am Oberlauf Dinge passieren, die sozusagen schädlich sind, dann setzt sich das im Laufe des Flusses auch fort. Insofern sind sie auch sehr symbolisch für die Aufgabe, die die UNESCO im Zusammenhang mit der internationalen Zusammenarbeit leistet. Die UNESCO hat nicht nur diese Nationalkomitees, sie hat auch ungefähr 22 internationale Wasserinstitute weltweit und im Bereich der Universitäten 30 UNESCO-Chairs, die sich mit dem Thema Wasser weltweit beschäftigen. Davon sind also 4 in Afrika und Lateinamerika, 3 im arabischen Raum, 3 in Lateinamerika und ungefähr 20 in Europa.
Ich kann nur sagen, dass der österreichische Lehrstuhl im Konzert dieser verschiedenen Bemühungen, die hier international getätigt werden, seinen Beitrag in der Zukunft leisten wird. Und ich möchte auch Herrn Professor Habersack sehr herzlich danken, mit dem wir seit 2 Jahren in Kooperation stehen und uns die verschiedenen Möglichkeiten der Anbindung, der Bemühungen und der Expertise der österreichischen Universität für Bodenkultur bemüht haben. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dem Lehrstuhl viel Erfolg, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Lehrstühlen weltweit. Dankeschön. Magnifizenz, sehr geehrter Herr Rektor Dr. Gerzerbeck, sehr geehrter Universitätsprofessor Dr. Habersack, sehr geehrte Frau Direktorin Jiménez Cisneros, sehr geehrte Frau Sektionschefin Dr. Weitgruber, sehr geehrte Herren emeritierte Rektoren, sehr geehrte Frau Generalsekretärin Eschig, meine sehr geehrten Damen und Herren, hohe Festversammlung, es ist mir wirklich eine Freude und Ehre, heute bei dieser Feierstunde dabei sein zu dürfen und das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres vertreten zu dürfen. Ich darf zu Beginn die besten Grüße unseres Außenministers Sebastian Kurz für diese Feierstunde überbringen. Sehr geehrter Herr Professor Habersack, ich möchte Ihnen sehr herzlich zur Zuerkennung des UNESCO-Lehrstuhls für Integrated River Research and Management gratulieren. Es ist dies eine ganz besondere Auszeichnung Ihrer Arbeit und deren großer Relevanz. Namens des Außenministeriums möchte ich Ihnen auch für Ihr unermüdliches Engagement und die damit einhergehende internationale Visibilität danken, die gerade auch für den Wirtschaftsstandort Österreich von ganz großer Bedeutung ist. Ich freue mich, dass unser Haus, konkret die österreichische Delegation bei der UNESCO in Paris, den Zuerkennungsprozess begleiten und unterstützen konnte. Es gibt nun in Österreich 6 UNESCO-Lehrstühle. Wir haben das von der Frau Generalsekretärin schon gehört. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch einmal die Themen wiederholen, denn sie reflektieren sehr schön das österreichische internationale Engagement. Friedensforschung und Menschenrechte, interkultureller und interreligiöser Dialog, interkulturelle Kommunikation im digitalen Zeitalter, nachhaltiger Tourismus und kulturelles Welterbe und nun eben zu diesen Themen, zu welchen wir hiermit auch die Forschung zu Fließgewässern der Universität für Bodenkultur zählen dürfen. Sie spiegeln die breite Themenpalette der österreichischen Zusammenarbeit mit der UNESCO wider. Ihr Lehrstuhl, sehr geehrter Herr Professor Habersack, ist der UNESCO, in der UNESCO der erste, Rektor Gerzerbeck hat das bereits ausgeführt, der sich spezifisch mit Fließgewässerforschung beschäftigt. Österreich, meine Damen und Herren, ist seit 1948 Mitglied der 1945 gegründeten UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das Motto der UNESCO, since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed, hat leider seit damals nichts an Dringlichkeit eingebüßt. Die UNESCO war in diesem Sinne immer schon auch ein Spielfeld der friedlichen Diplomatie, eine Arena, in der über wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit Beziehungen zwischen Staaten gepflegt werden. Die UNESCO ist die einzige UN-Organisation, in welcher Palästina Vollmitglied ist und das einzige multilaterale Forum, in welchem palästinensische und israelische Diplomaten direkt über Entscheidungen verhandeln und konkrete Projekte diskutieren. Österreich ist seit 2011 und noch bis 2015 Mitglied im UNESCO-Exekutivrat, dem politisch und administrativen Steuerungsgremium der Organisation. In diesem Rahmen setzen wir uns einerseits für die Verankerung österreichischer Interessen ein, andererseits geht es darum, die positive Außenwirkung Österreichs, wenn Sie so wollen, die Marke Österreich, weiter zu stärken. In Paris engagieren wir uns in internationalen Foren. Das können zwischenstaatliche Gremien oder Arbeitsgruppen sein zu den Themen Menschenrechte und Toleranzerziehung, Medien- und Pressefreiheit, zu aktuellen Fragen der Informationsgesellschaft und Internet-Governance, zur Förderung von kultureller Vielfalt, zum interkulturellen und interreligiösen Dialog, zu Bioethik und zum Schutz von Biodiversität. Zentral ist der UNESCO, auch für uns, natürlich der Schutz des materiellen und immateriellen Welterbes. Wir alle wissen, dass internationale Vernetzung und Kooperation heute mehr denn je überlebensnotwendig ist. Multilaterale wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit erlaubt Österreich die Teilnahme an großen, zukunftsorientierten Projekten, für die auf nationaler Basis nicht die Mittel aufgebracht werden könnten, um eine kritische Masse zu erreichen.
Die UNESCO ist eine der wesentlichen Plattformen, die wir in diesem Zusammenhang nützen können. Ganz zentrale Themen in der UNESCO sind Hydrologie und Wasser. 2013 wurde von der UNESCO weltweit das International Year of Water koordiniert. Die Arbeit von Professor Habersack ist eng verknüpft mit dem International Hydrological Program der UNESCO. Dem zwischenstaatlichen Rat dieses Programms wird im Juni die World Large Rivers Initiative, deren Vater Professor Habersack sozusagen ist, zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Diese Initiative wird das erste globale Rahmenwerk für die Verbindung von Forschung und Management großer Flüsse schaffen. Die österreichische UNESCO-Delegation in Paris, Botschafter Stranzl und sein Team, werden Sie, Herr Professor, bei dieser Initiative so in der Vergangenheit bestmöglich unterstützen. Ich bin stolz, dass Österreich durch die Arbeit von Professor Habersack hier einen konkreten, sichtbaren Beitrag in der internationalen Wissenschaftskooperation leisten kann. Umgekehrt bietet die Assoziation mit der UNESCO die Chance, die hervorragenden Leistungen österreichischer Wissenschaft und Forschung weit über unser Land hinaus sichtbar zu machen und zu verbreiten. Die Verleihung des Lehrstuhls ist eine Auszeichnung, Chance und ein Auftrag zugleich. Ich gratuliere Ihnen, sehr geehrter Herr Professor, nochmals zum Erreichten und wünsche Ihnen auch für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Good morning, everybody. I'm sorry I'm going to speak in English. Your Excellencies, distinguished guests, dear friends and colleagues, ladies and gentlemen. The impacts of water scarcity and water pollution on people, ecosystems, and the production of energy and food are challenging water security on a global dimension. For instance, even though the total amount of water in the world is sufficient to cover the needs for all, regional and temporal variations on the availability of water is causing serious impacts on over 2 billion people. Alongside the natural factors affecting water resources, human activities have become the primary drivers of the pressures on our planet's water resources systems. In the next 50 years, the world's population is expected to further increase by around 30%, with most of the population expansion concentrated in urban areas of sub-Saharan Africa and Southeast Asia. Together, these regions are expected to account for half of world population at the beginning of the 21st century. Along with the population growth, the industrialization and urbanization expansion have serious consequences on the quality of water. In addition, trade in goods and services that embody water in their production is increasing water stress in the exporting countries through the commerce of virtual water. Companies with holdings in water stress areas affect the local situation through their water footprint. Large rivers are particularly exposed to the impacts of multiple uses. As a consequence, world's large rivers are severely endangered, leading to an urgent need for action. Ladies and gentlemen, no institution or country can face the challenges of the global water crisis alone. UNESCO IHP, the International Hydrological Program of UNESCO, as the only intergovernmental program on water science in the UN system, has been created to foster the cooperation needed to bring all players together, whether they are member states, research institutions, universities, UN agencies, or NGOs. Thanks, in a large part, to the four decades of IHP scientific leadership, it is now widely accepted that water, in its many manifestations, is of principal concern to most sections of the economies, the fundamental to global and are fundamental to global sustainability. It is widely recognized that all parts of the hydrological cycles are at the heart of the integrated water resources management. In recent years, the number of UNESCO IHP partners, all striving to interlink the various components and subcomponents of the hydrological cycle, the nexus with other sectors, and the role that water plays to achieve environmental sustainability has increased exponentially. But, as mentioned before, this is the first chair with the view of integrating all these subcomponents. With today's new chair, the UNESCO water family comprised
comprises one category, one center for education, the UNESCO IHG in Delft, the Netherlands, the World Water Assessment Program in Perugia, Italy, 30 category 2 centers and 30 chairs and unit twin networks distributed all over the world and specialized in key hydraulic areas, but all selected through a very rigorous scientific process. The UNESCO Water Family represents more than 2,000 water experts contributing to render water security a reality for all. Ladies and gentlemen, integrated water resources management at the river basins level emerged as a universal paradigm for sustainable water management. It has remained as an important concept since the Agenda 21 produced in Rio de Janeiro in 1992 for the management of water. However, progress towards its implementation has so far varied widely depending on the area, institutional and human capacity, political will, but moreover, understanding of this complex concept. Because water is managed locally, a river basin approach is indispensable to implement the integrated water resources management concept, as it provides a practical framework defined by geographical and hydrological characteristics involving downstream and upstream basin-wide issues and incorporating environmental and socio-economic aspects that are relevant to a same population. To this end, UNESCO International Hydrological Program welcomes the initiative of the University of Natural Resources of Life Science in Vienna to establish a water share on integrated river research management. UNESCO water-related chairs were created to foster the interest in the domain of water resources research in higher education institutions. Water chairs aim to strengthen the regional and international academic cooperation and to facilitate the transfer, exchange, and sharing of knowledge and data between universities, the government, and the society in general. In addition, in this case, the chairholder will host the secretariat of the recently endorsed IHP initiative on the world's large river basin. This new chair that enriches the UNESCO water family would not only benefit the university, but would also help to implement the IHP 8th phase on water security responses to local, regional, and global challenges. Ladies and gentlemen, to finalize, allow me first to thank the Austrian government to propose the new IHP initiative on the world's large rivers, which has been advocated and promoted by the ambassador to UNESCO, Mr. Harald Strands, and secondly, to congratulate Professor Helmut Habersack. UNESCO is looking forward to have a close and constructive cooperation with the Integrated River Research and Management Chair. Professor Habersack, welcome to the UNESCO Water Family. Thank you. Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrte Frau Direktorin, Frau Generalsekretärin, Herr Botschafter, vor allem aber lieber Herr Professor Habersack und auch liebe Familie, denn ohne die Familie wäre das, glaube ich, nicht geglückt. Zuerst ist es meine Freude und Ehre, heute hier in Vertretung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Dr. Reinhold Mitterlehner, stehen zu dürfen und Ihnen seine besten Glückwünsche zu diesem neuen Lehrstuhl zu überbringen. Ich denke, bei meinen Ausführungen wird man hören, dass nicht nur der Bereich Wissenschaft und Forschung, sondern auch der Bereich Wirtschaft an diesem gemeinsamen Projekt Anteil gehabt hat. Es wurde schon gesagt, dass Wasser die Grundvoraussetzung für Leben ist, Flüsse die Lebensadern sind, den Lebensraum bilden für Mensch, Tier und Pflanze, uns mit Trinkwasser versorgen, die Grundlage für Energieerzeugung sind und Orte der Erholung und auch Inspiration sind. Gleichzeitig, und in den letzten Wochen konnten wir das auch in Österreich wieder erleben, stellen Flüsse auch besondere Gefahren dar, vor allem in Form des Hochwassers, und haben damit schon viele kleine und große Lebensräume und auch Lebensträume zerstört. Wassernutzung birgt daher auch Konflikte. Es ist die Frage Nutzung A versus Nutzung B,
die Frage von Nutzung versus Naturschutz, Nutzung versus Hochwasserschutz. Es gibt eine Fülle von Fragen in diesem Kontext. Zugleich sind die Zusammenhänge in diesen komplexen Fließgewässersystemen bis heute noch weitgehend unerforscht. Das mag erstaunlich wirken, wenn man sieht, wie wichtig die Frage von Flüssen und Wasser für unser aller Leben ist. Fließgewässerforschung strebt danach, das Verständnis der Dynamik von Fließgewässern zu verbessern und damit die Grundlage für die nachhaltige Entwicklung von Fließgewässern im Sinne des Ausgleichs zwischen Nutzung und Schutz zu liefern. Das Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau ist national und international hier maßgeblich tätig und sehr erfolgreich, wie wir auch heute wieder sehen. Eine wichtige Voraussetzung für die Erforschung der Fließgewässerdynamik ist wie in jeglicher Forschung Forschungsinfrastruktur. Die Universität für Bodenkultur, und der Herr Rektor hat das schon erwähnt, ist derzeit bemüht, ein Wasserbaulabor an der Donau zu errichten, das europaweit einzigartige Voraussetzungen für die Erforschung der Fließgewässerdynamik bieten würde. Dieses Projekt ist Teil eines donauweiten Projektes namens DREAM, Danube River Research and Management, das die Umsetzung der EU-Donauraumstrategie, und auch diese wurde schon erwähnt, besonders unterstützen würde und daher in dieser Strategie auch als Flagship-Projekt bereits anerkannt wurde. Unser Ministerium, und zwar sowohl der Bereich Wissenschaft und Forschung als auch der Bereich Wirtschaft, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation, Technologie, aber auch dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Forst, Umwelt und Wasserwirtschaft und dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, gemeinsam mit den Ländern Niederösterreich und Wien unterstützen dieses Projekt finanziell und wir freuen uns, dass es tatsächlich schon in Umsetzung ist und die Bauarbeiten begonnen haben. Und erfreulicherweise soll das Ganze auch EU-finanziert werden durch die Strukturfondsmittel. Es wurde auch die Christian-Doppler-Gesellschaft schon erwähnt und das Schöne an diesem Projekt ist, dass Professor Habersack seit 2010 ein Christian-Doppler-Labor leitet, nämlich jenes für innovative Methoden in der Fließgewässer-Monitoring, Modellierung und Flussbau, das sich ebenfalls der Verbesserung des Verständnisses der Prozesse in Flüssen widmet. Dieses Labor strebt danach, die Zusammenarbeit mit Industriepartnern auf dem Gebiet des modernen angewandten Flussbaus und des Fließgewässermanagements zu stärken. Professor Habersack ist seit Beginn seiner Karriere bemüht, das Anliegen integrierte Fließgewässerforschung und integriertes Fließgewässermanagement auch aufs internationale Parkett zu bringen. Und der langjährige Einsatz für diese Sache wird heute hier mit dem UNESCO-Lehrstuhl auch entsprechend gewürdigt. Es freut mich, dass bei der Bewerbung um den Lehrstuhl auch die langjährige österreichische Erfahrung mit dem UNESCO-Forschungsprogramm Man and the Biosphere, International Hydrological Program, genutzt werden konnte, das wir als Ministerium gemeinsam mit der Akademie der Wissenschaften organisieren, finanzieren und koordinieren. Sie sehen also, dass dieses Projekt nur deswegen zustande gekommen ist, weil sehr klug verschiedene Instrumente, Maßnahmen, Fördereinrichtungen hier gemeinsam vorgegangen sind und auch diese Bewerbung entsprechend von allen unterstützt wurde. Mit dem Lehrstuhl wird einerseits die inter- und transdisziplinäre Fließgewässerforschung in Österreich weiter gestärkt, ein Feld, das in Österreich bereits große Stärken aufweist. Es wird aber auch die Verbindung von Forschung und Management von Fließgewässern gefördert. Diesem Ziel kommt vor allem das Zusammenwirken mit dem Christian-Doppler-Labor besonders entgegen, in dem ja Universitäten mit Partnern der Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Es wird damit auch ein Beitrag zur Bewältigung der sogenannten Grand Challenges im Sinne der Europa 2020-Strategie und der Forschung, Technologie und Innovationsstrategie der österreichischen Bundesregierung geleistet. Der Lehrstuhl ist aber auch ein Instrument der Internationalisierung der Fließgewässerforschung. Es wurde bereits die Initiative World's Large River Initiative erwähnt. Und der Lehrstuhl kann damit auch einen Beitrag zur Forschung für Entwicklung leisten. Und er wird die Donauraumstrategie umsetzen helfen. Andererseits soll aber das Wasserbaulabor die Räumlichkeiten für den Lehrstuhl auch darbieten und somit können wir von einem internationalen Fließgewässerforschungszentrum sprechen, das am Ende des Tages entstehen wird. Der Lehrstuhl darf als Erfolg auf vielen Ebenen gewürdigt werden und natürlich ging es um viele Menschen, allen voran auch die Universität
mit dem Rektor und dem gesamten Team das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres. Beim Namen muss ich mir immer noch umüberlegen, aber es ist Europa, Integration und Äußeres und dem Team, dem österreichischen Team auch in Paris. Natürlich der UNESCO, UNESCO-Generalsekretariat auch in Österreich, aber ganz besonders natürlich Professor Habersack und seinem Team, denn ohne seine unermüdlichen Anstrengungen und auch seine Hartnäckigkeit, die wir alle kennengelernt haben, wäre es sicher nicht gelungen, dass wir heute hier diesen Lehrstuhl eröffnen dürfen. Und ich denke, es ist jetzt meine Rolle zu sagen, dass der Lehrstuhl offiziell eröffnet ist. Die Frau Direktorin hat sie bereits im Club der Wasserlehrstühle aufgenommen und im Wassernetzwerk der UNESCO. Und ich denke, wir alle können uns gemeinsam mit Ihnen freuen, dass es heute soweit ist. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude und Ehre natürlich hier vor Ihnen stehen zu dürfen. Danke für die vielen sehr netten Worte und auch die Ermutigungen. Ich werde Ihnen jetzt versuchen, einen Überblick zu geben, was steckt dahinter eigentlich hinter dem Thema. Man könnte es natürlich auch übersetzen und integriertes Flussforschungs- und Managementprojekt oder Lehrstuhl bezeichnen. Sie sehen hier schon einige Flüsse dargestellt. Das Ziel wäre hier, global natürlich nicht alleine, sondern mit anderen Partnerinnen und Partnern hier, vor allem mit der UNESCO auch, einen Überblick, eine Zusammenarbeit auf globaler Ebene anzustreben. Ich möchte Ihnen ein paar Dinge hier darstellen, damit Sie einen Einblick bekommen, worum es eigentlich geht, sogar als eine Einleitung, da kann ich relativ rasch drüber gehen, weil ja sehr vieles schon gesagt wurde. Da möchte ich ausgehend von dem österreichischen Status, von unseren Forschungsbeispielen, Ihnen einen Einblick geben in die Tätigkeiten, worum geht es jetzt eigentlich konkret. Dann möchte ich überschwenken zum Donauraum, ist auch schon erwähnt worden, die Donauraumstrategie und die europäische Dimension dieses Vorhabens. Dann ein bisschen auf die globale Dimension schwenken, das ist natürlich ein erster Schritt, erster hier getätigt worden ist, das muss noch ausgebaut werden. Dann die Ziele und die Aktivitäten des UNESCO-Lehrstuhls, warum haben wir diesen eingereicht, worum geht es jetzt eigentlich bei dem Lehrstuhl selber und einen ganz kurzen Ausblick Ihnen noch geben. Sie sehen hier die europäische inklusive russische, Teil der russischen Karte. Da sehen Sie ein Netz an Flüssen, das Europa und darüber hinaus hier drüber zu legen ist und die Landschaft durchzieht. Die Flüsse sind die Lebensadern der Erdoberfläche und nicht nur der Erdoberfläche, sodass wir hier uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen, welche Herausforderungen wir damit haben und wie wir ein besseres Management unter Umständen erreichen können. Es sind hier verschiedene europäische Flüsse großteils dargestellt mit verschiedenen Problemstellungen, auf die ich nicht alle eingehen werde. Aber es macht einen Unterschied, ob ich im mediterranen Bereich bin oder in Schweden oder in Russland oder in Österreich an der Donau. Es sind alle wirtschaftlichen, alle sozioökonomischen Voraussetzungen unterschiedlich. Es gibt, wenn ich an den Nil denke, zum Beispiel große Probleme oder Euphrat-Tigris-System, die Wiege der Menschheit eigentlich, die damit betroffen ist und mit all ihren politischen und sonstigen Spannungen. Aber auch die wirtschaftlichen und die ökologischen Interessen sind hier zu nennen.
Wenn wir hier die Liste nur ganz oben durchschauen, so ist auch das schon gesagt worden, wir haben das Thema Hochwasserschutz als Bedrohung auf der einen Seite, auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten, wenn wir an die Energiewirtschaft denken, an die Schifffahrt, aber auch die ökologischen Themen, die wir ansprechen müssen, oder auch Trinkwasserversorgung und die Erholungsfunktion. Auf der anderen Seite haben wir große Veränderungen der Erdoberfläche, wir werden immer mehr Menschen auf diesem Planeten, der Planet hat eine gewisse Ausdehnung, die natürlich dann dazu führt, dass Auswirkungen dieser Aktivitäten festzustellen sind, sei es der Klimawandel, der in vieler Munde ist, oder Landnutzungsänderungen, Abholzungen, zum Beispiel morphologische Veränderungen oder Verschmutzungsquellen, wo wir in Österreich in einer anderen Lage bereits sind durch die Siedlungswasserwirtschaft als in anderen Ländern. Und es gibt natürlich hier als Europa-Beispiel dargestellt verschiedene rechtliche Voraussetzungen, mittlerweile die Wasserrahmenrichtlinie, die sich um Ökologie bemüht, die Hochwasserrichtlinie, den Hochwasserschutz forciert oder die Schifffahrtsbemühungen, mehr Verkehr auf die Schifffahrt zu bekommen oder auch erneuerbare Energierichtlinie, die die Wasserkraft zum Beispiel in Österreich beinhaltet oder auch die Klimaziele beinhaltet. Wenn Sie diese allein rechtlichen Vorgaben anschauen, und die sollen wir jetzt nicht, wir alleine natürlich, sollen die Manager hier umsetzen an einem und demselben Fluss, dann sehen Sie das Spannungsfeld schon allein darin aus den gesetzlichen Vorgaben. Wie soll ich gleichzeitig Strom produzieren, mehr Schiffe auf die Donau bringen zum Beispiel, die Ökologie bewahren, den Nationalpark fördern und so weiter und vor dem Hochwasser gleichzeitig schützen. Das sind eigentlich, ist ein gordischer Knoten fast im Grunde genommen, den zu lösen. Wir müssen, aber wir sind gezwungen und wollen das auch aktiv angehen, hier eine Verbesserung zu bringen. Derzeit ist es oft so, dass nur monokausale einzelne Ziele verfolgt werden, weniger bereits in Österreich als in anderen Ländern, wo einfach nur ein Thema im Vordergrund steht und alles andere dem untergeordnet ist. Und das ist aber keine nachhaltige Entwicklung, wie wir später noch sehen werden. Ich möchte Ihnen jetzt im Anschluss ein paar Beispiele bringen zu diesen vier eingerahmten Themen. Der Hintergrund zu diesen Beispielen liegt unter anderem im Christian-Doppler-Labor, das schon erwähnt wurde, das wir 2010 begonnen haben, wo wir hier vier Module unterschieden haben. Einerseits Monitoring, wenn wir nichts wissen oder keine Daten haben, können wir eigentlich keine Aussagen treffen. Das heißt, wir müssen beobachten, wir müssen in die Natur hinausgehen, Messungen vornehmen. Und gerade an großen Flüssen wie der Donau ist es durchaus eine große Herausforderung, hier Daten zu bekommen. Dann nutzen wir die Daten, um zu modellieren am Computer, Modelle zu entwickeln, weil wir können nicht immer alles messen. Wir müssen hier auch gewisse Interpolationen oder Extrapolationen vornehmen. Da müssen wir auch Maßnahmen setzen, sonst bringen die ganzen Ergebnisse in der Praxis nichts. Und das wäre das Management dazu, wie können wir im Management konkret an einzelnen Flüssen Verbesserungen vornehmen. Maßnahmen, die mehreren Zielen gleichzeitig dienen sollen. Und dann ist noch die Energiewirtschaft als Beispiel dazugekommen, als Modul, wo es auch um die Wasserkraftentwicklung geht, die in Österreich ein besonderes Rückgrat der Stromversorgung darstellt. Ja, hier noch vielleicht zu erwähnen, die Partner via Donau, Uvitec, ein kleineres Unternehmen, die gesamten Energieversorger in Österreich oder auch Aqua Libre, eine Firma, die eine Stromboje, wie Sie später noch sehen werden, erfunden hat. Zum ersten Beispiel vielleicht, integriertes Hochwassermanagement ist gerade auch wieder aktuell, leider unter Anführungszeichen zu sehen. Sie sehen hier die Beispiele in Österreich seit 2002, wir hatten die verschiedenen Hochwässer und auch heuer wieder ein kleineres unter Anführungszeichen Hochwasser, das aufgetreten ist. Es sind leider immer auch Tote zu beklagen, 9 Todesopfer 2002 und 5, jeweils 2005 und 2013. Wir hatten hier 3,2 Milliarden Euro eigentlich Schaden. 2002, das hat sogar in der Bundesregierung große Probleme gegeben. Dazu mal, es kam jetzt die Steuerreform, auch sehr aktuelles Thema, hier durchführen aufgrund des Hochwassers oder nicht. Das wurde dann nicht gemacht, unter anderem, weil die Gelder hier verwendet werden mussten. Wir hatten 2005 im Westen Österreichs Probleme und 2013 wieder 800 Millionen Euro Schaden. Also sehr große ökonomische Auswirkungen, die aber natürlich nicht hinwegtäuschen dürfen über das menschliche Leid, das einzelne Familien dort haben. Und es ist immer sehr schwierig, im Anlassfall auch für mich, dann zu sagen, hätte man dort jetzt bauen dürfen, sollen, welche raumplanerischen Maßnahmen gibt es, wenn man das Leid des Einzelnen dann sieht. Aber das ist auch die Schwierigkeit, in der wir stecken. Wie kann man jetzt Maßnahmen umsetzen, Bewusstseinsbildung so schaffen, dass nicht nachher im Ereignisfall selber man dann sagen muss, man hätte dort vielleicht gar nicht hinsiedeln sollen, um den Schaden zu verringern. Das sind große Herausforderungen, die wir natürlich hier haben. Es wurde sehr viel Geld der Bundesregierung in Österreich in die Hand genommen, es sind auch einige Büros hier vertreten, die Planungen durchgeführt haben. Sie sehen hier ein Beispiel der Errichtung des sogenannten mobilen Hochwasserschutzes, der an der Donau sehr viel Schäden 2013 verhindert hat, die noch 2002 aufgetreten sind. Wenn Sie hier dann schauen, am Beispiel eines Videos, wie das ausschaut, so können Sie sehen, die Donau,
2013 mit bereits der Umsetzung dieses mobilen Hochwasserschutzes. Sie sehen hier, und wir haben das alle verfolgt, da rinnt es schon drüber. Wir haben 2 Zentimeter noch Freibord gehabt. Es ist kein Freibord, wir sprechen vom Freibord, da müsste eigentlich ein halber Meter noch frei sein. Sie sehen in dem freien Auge jetzt, dass es nichts durch die Straße ändert. Irgendwo hinten sind Häuser doch betroffen. Das sind Bilder, die uns allen, glaube ich, noch in Erinnerung sind. Und natürlich muss man sagen, dass es hier auch darum geht, sind diese Maßnahmen weiter steigerbar nach oben, können wir noch höhere mobile Hochwasserschutzmaßnahmen setzen, dann tut die Donau auch noch was, wie wir später sehen werden. Sie landet auf oder erodiert gleichzeitig. 2013 haben wir Glück gehabt im Bereich Krems, da war sie 1 Meter tiefer, weil sie erodiert hat. 2002 war sie 1 Meter höher, da gab es dann noch größere Probleme. Soll ich jetzt Sandsäcke noch oben drauflegen oder noch höher? Also es gibt auch die Grenzen des Hochwasserschutzes und wir haben die Aufgabe hier zu schauen, wie können wir behutsam und nachhaltig Maßnahmen setzen. Die Menschen stehen auch hinter diesen Wänden immer. Also auch das ist eine Frage, wie man damit umgeht mit der medialen Umwelt, die hier auch eine Rolle spielt. Das ist die positive Seite, um ein Beispiel zu nennen. Daher gibt es auch das Negative auf der anderen Seite, gleichzeitig an den Flüssen agieren. Sie sehen hier die Donau 2002, eine sogenannte Ganglinie. Und was Sie hier sehen, ist der Spitzenabfluss Fluss auf. Und das wäre ein anderer Pegelfluss ab der Donau. Das heißt, Sie haben hier eine Absenkung des Spitzenwasserabflusses von 1500 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist sehr viel für die Donau. Nur deshalb, weil sie noch in gewissen Bereichen ausufern darf. Und das ist auch schwierig zu vermitteln. Bei jeder Ausuferung wird medial als Katastrophe bereits dargestellt. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel, warum das eben nicht so ist. Es ist nur dann eine Katastrophe, wenn die Siedlungen davon betroffen sind, die natürlich geschützt werden müssen. Also wir sagen jetzt nicht, die Siedlungen sollen immer überflutet werden. Das wäre ja nicht die richtige Aussage. Aber man muss jetzt sich kümmern um diese zwei Bewegungen. Dazu haben wir auch am Institut schon langjährig versucht, eine Methodik in Österreich erstmals zu entwickeln, diese Floodplain Evaluation Matrix. Im Detail möchte ich es Ihnen nicht erläutern, aber es geht genau um zwei Bereiche. Wie kann ich diesen Spitzenabfluss reduzieren und welche Bedeutung haben Überflutungsflächen? Und wie kann ich andererseits auch diese Dammhöhen reduzieren? Ein Damm, der an der Donau steht, ist viel höher, natürlich logischerweise, als ein Damm, der weiter weg ist. Das heißt, auch wenn hier eine Erosion stattfindet, wird der Damm zerstört unter Umständen. Solche Beispiele haben wir in Österreich zuhauf. Wir haben in Österreich 100.000 Kilometer Dämme, wo wir nicht genau wissen, welchen Zustand die haben. Und wenn es da drüber rennt, irgendwo unkontrolliert, dann weiß man es nicht, was passiert. Daher sagen wir, das ist eine Umkehrung der Strategie in Österreich. Nach dem Krieg hat man gesagt, Dämme an die Flüsse, Wasser weg. Vereinfacht jetzt ausgedrückt. Jetzt sagen wir, nein, wir müssen das Wasser zurückhalten durch aktive und passive Maßnahmen. Dämme an die Siedlungen. Die Bevölkerung wundert sich, aber wir sagen, ist natürlich klar, der Damm ist niedriger dort, kostet weniger. Das Restrisiko ist geringer, weil natürlich der Fluss weit weg ist, dass der zerstört wird, meine ich es. Und was noch wichtig ist für die Raumplanung, über den Damm drüber baut niemand sein Haus oder ihr Haus, weil das ist natürlich zu gefährlich, psychologisch auch gesehen. Hingegen ein Damm am Fluss zieht die Häuser dort an. Und das ist ein wesentliches Problem, das wir in Österreich haben. Wir haben derzeit ungefähr 10 Hektar pro Tag an Flächen, die verbaut werden in Österreich. Und es sollten nach der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sollten es 3 sein. Also 3-mal so viel, mehr als 3-mal so viel Flächenverbrauch, wo auch der Boden betroffen ist, wo auch die Landwirtschaft betroffen sind und andere. Und hier schließt sich auch die Zusammenarbeit, weil wir auch hier Maßnahmen setzen wollen. Wenn man hier das anschaut, wie der Donau, um ein Beispiel zu nehmen, so gibt es 3 blaue Bereiche, 1, 2, 3, die führenden Überflutungsräume der Donau, die brauchen wir auf jeden Fall. Für Wien zum Beispiel allein schon hier, um den Hochwasserschutz zu garantieren. Das ist das Dulnerfeld, das Machland und das Efferdinger Becken. Jetzt war gerade 2013 das Efferdinger Becken massiv betroffen und ich bin mit dem Landesrat Anschober ständig auch in Diskussionsveranstaltungen mit den Bürgermeistern dort, um zu sagen, was machen wir dort. Und da gibt es ja in Machland auch einen Paradigmenwechsel. Die Bevölkerung geht auch teilweise freiwillig weg aus diesen Bereichen, wenn sie mehrfach betroffen ist. Man kann keine Zwangsmaßnahmen machen, will man auch nicht, aber die Überzeugungsarbeit, dass man hier den Bereich erhalten muss. Sonst haben wir ein großes Problem, nicht nur wir, sondern auch Bratislava und andere Städte flussab. Das andere Beispiel hier, die Dämme noch einmal mit Zahlen das zu hinterlegen. Wenn wir die Dämme und solche Berechnungen machen, wie in dieser Methodik, die wir dann hydraulische Ansätze nennen, wenn wir die Dämme jetzt von diesem derzeitigen Zustand an den Fluss heran, an die Donau heranführen würden in gewissen Bereichen, haben wir immerhin 1,12 Meter höhere Wasserspiegel. Und das ist für eine Donau gewaltig. Wenn Sie denken an die 3 cm, die wir noch haben, dann ist das mit dem mobilen Hochwasserschutz nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Restrisikogründen eine schwierige. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Maßnahmen, die wir setzen, auf der anderen Seite Gegenbewegungen. Und das ist ja nicht nur in Österreich, sondern in den meisten Ländern, die wir hier im Donauraum und darüber hinaus haben.
Und es gibt leider noch keine rechtlich verbindlichen Werkzeuge, um das hier zu verhindern, dass diese Entwicklung da ist. Und auch hier gibt es einen Bezug zur Wirtschaftlichkeit, weil natürlich die Wirtschaftsentwicklung, die 2% Wirtschaftswachstum, die wir immer hören von WIFO und anderen, die sind bei uns sehr stark gebunden an Flächenressourcenverbrauch. Da ist die Frage, wie hier die Weiterentwicklung gehen soll. Zweites Beispiel, Wasserkraft, die Donau dargestellt, hier das Donaukraftwerk Freudenau in Wien selber. So sehen Sie hier den Längenschnitt der Donau bis zum Schwarzen Meer und diese Staustufen, die an den Steilstücken immer errichtet worden sind und die Flachstrecken sind eher ausgespart worden. Hier der rumänische Bereich, hier der Bereich der ungarischen Donau und dann das Eiserne Tor mit diesen kataraktartigen Abstürzen, die hier zwei Wasserkraftwerke nutzen. Das heißt, wir haben 5 freie Fischstrecken und 78 Kraftwerke. Ich kann Ihnen auch sagen, in Österreich wird ungefähr 60% des Stroms, den wir natürlich nutzen, aus nachhaltiger Wasserkraft einerseits bezogen und produziert, auf der anderen Seite gibt es hier auch Probleme, wie Sie später gleich sehen werden. Weil hier natürlich Beeinflussungen des Stauraums und auch der freien Fischstrecken auftreten. Man kann ganz grob sagen, ein Themenbeispiel ist, alle Stauräume landen auf, die werden vollgefüllt mit Material, Schwebstoff und Geschiebe nennen wir das. Und die freien Fischstrecken darunter, die graben sich ein. Zum Beispiel die österreichische Donau östlich von Wien gräbt sich ca. 2 bis 3 cm pro Jahr ein. Schaut nicht viel aus, Sie werden gleich sehen, dass das ein enormes Problem über Jahrzehnte darstellt. Das führt eben zu dieser berühmt-berüchtigten Speicher- und Stauraumverlandung. Sie sehen es hier hoffentlich ein bisschen. Hier ist der Stauraum, ein Hochgebirgsspeicher, bereits komplett aufgefüllt mit Material. Dieses Material wird nicht mehr durchtransportiert, das bleibt dort einfach liegen. Wenn der Speicher voll ist, wie hier, ein spanisches Beispiel, Sie sehen den Mann da oben stehen, ist komplett voll, haben wir mehrere Probleme. Diese Sperren sind nicht auf den Erddruck dimensioniert, das heißt, die können natürlich zerstört werden. Das zweite Problem, die Energieversorgung haben, die Versorger haben keine Freude, weil dann kann ich keinen Strom mehr produzieren. Aber wenn das vollgefüllt ist, hat das Wasser keinen Platz. Das dritte ist ein ökologisches Problem natürlich, dass hier flussab das Material fällt und die Eintiefungen stattfinden. Dann haben wir die Hochwasserthemen und so weiter. Das heißt, hier ist ein Kardinalproblem, global gesehen auch zu bemerken. Das heißt, ich muss was tun, ich kann was tun, ich kann aus technischer, aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht Maßnahmen setzen, wie hier zum Beispiel Räumungen, Stauraumspülungen zu machen. Das ist nicht gern gesehen, auch Sie sehen einen Grundablass hier, da könnte man aufmachen, das Wasser und die Sedimente durchschicken und in das Unterwasser des Kraftwerks bringen. Die Ökologen sagen natürlich dann, vielleicht kommt es zum Fischsterben dort, kann man das jetzt machen oder nicht? Und daher haben wir neue Ansätze in Ausarbeitung, wie hier, wo wir sagen, wir öffnen den Grundablass und lassen eine dichte Strömung durch den Stauraum fließen, dann ist keine Änderung zwischen dem, was hineinkommt und was rauskommt. Dass das nicht so einfach ist, man kann es leicht hinschreiben, aber in Wirklichkeit von Temperaturunterschieden und vielem abhängt, liegt auf der Hand. Oder ganz neue Ideen, die Paradigmenbrüche darstellen in der Vergangenheit, das sind überhaupt Sedimentumleitungsstollen, wo wir gleich schauen, dass das Sediment um den Stausee herum ins Unterwasser transportiert wird. Da gibt es ja große Themen. Auch Frankreich und viele andere Länder sind hier aktiv, um Maßnahmen zu setzen. Es sind sehr viele Kosten verbunden damit, aber die einzige Chance besteht darin, das beim Neubau und bei bestehendem Kraftwerk bei Erneuerungen hier einzusetzen. Wir versuchen das auch mit Modellversuchen. Es ist früher schon dargestellt worden, man kann nicht alles rechnen und bevor wir es rechnen können, müssen wir mal die Prozesse kennen und dazu gehen wir ins Labor üblicherweise. Das ist ein Ausschnitt aus unserem derzeit bestehenden Wasserbaulabor, wo wir derzeit hier eine symbolische Kraftwerksanlage dargestellt, wo wir hier versuchen, Sedimente zuzugeben mit so Sedimentfütteranlagen, Zugabeanlagen. Dann messen wir, was da durchgeht und was liegen bleibt und versuchen Maßnahmen zu setzen, dass mehr durchgeht, als derzeit der Fall ist. Sie sehen hier ein Beispiel, die roten Bereiche wollen wir vermeiden, dass es hier zu Ablandungen, Auflandungen kommt. Und da ist es wesentlich, wie kann man auch bautechnisch diese Kraftwerke so konzipieren, dass die Wehrbodenhöhe niedrig ist, dass die Wehrbetriebsordnung optimiert wird und so weiter. Das ist bei Neubauten leichter als bei bestehenden, muss man ganz fairerweise sagen. Man kann die Einbauten machen, aber wenn es zu breit ist hier, dann bleibt alles dort liegen. Hier sind auch sehr interessante Kooperationen mit der Andritz, der Weltmarktführer im Turbinenbau derzeit im Gange, wo wir in Myanmar, im ehemaligen Burma versuchen, auch hier auch mit Patentfindungen der österreichischen Unternehmungen Lösungen zu finden, dass das nicht passiert, dass gleich was durchtransportiert wird. Auch das war noch ist ein EU-Projekt, das mit dem Alpine Space Programm derzeit läuft.
Es gibt auch neue Ideen, zum Beispiel die Wasserkraftschnecke, die Kollegen von mir im Labor auch durchführen und testen, wo auch Fischaufstieg und auch den Abstieg und auch Stromproduktion gleichzeitig durchführen kann. Die alte Archimedes-Schnecke, schon sehr alt in der Idee, aber in der Umsetzung noch sehr viel Potenzial drinnen, um eine Verbesserung zu bringen. Oder auch hier die sogenannte Strombäue, ich weiß nicht, ob der Herr Mondl jetzt hier ist als Erfinder, mit dem wir auch zusammenarbeiten an der Donau, da wäre hier die Idee, Strombäuen einzubauen, dort wo wir keinen Stau errichten können aus ökologischen Gründen, um doch einen Strom zu produzieren. So eine Anlage schafft ungefähr 70 Kilowatt, das heißt, wir haben hier durchaus auch eine entsprechende Leistung, wenn wir einige solche einbauen. Die Frage ist, wie wirkt sich das ökologisch aus, was kann man hier optimieren? Also so einfach ist es ja auch nicht, das einfach sehr oft hinzubauen, ohne die Auswirkungen zu kennen. Drittes Beispiel, Flussbau Schifffahrt, Ökologie habe ich zusammengenommen, damit es nicht zu lange wird. Schifffahrt auch ein Thema. Die Schifffahrt ist der ökologischste Verkehrsträger nach vielen Berechnungen. Ein so ein Schiff, wie Sie es hier sehen, oder was glauben Sie, wie viele LKWs kann hier so ein Schiff transportieren? Oder wie viele Zugladungen? Wenn wir beim Zug bleiben, weil die Idee ist ja oft, dass man das auf den Zug dann bringt, statt auf die Wasserstraße. Ja, ungefähr 93 Zugwaggons können auf ein Schiff hinauf. Und ungefähr 150 LKWs. Das muss man sich vorstellen, ein Schiff, das mit Roherz zur Föst nach Linz fährt, muss sich durch 150 LKWs auf der A1 der Westautobahn um Wien herum transportieren. Wie kann ich das ökologisch argumentieren? Das heißt, ich habe natürlich mit der Schifffahrt einen Vorteil. Daher hat die EU das auch erkannt und den Korridor 7 gefördert und fördert den, um vom Schwarzen Meer nach Deutschland in den Rhein-Main-Donau-Bereich die Güter zu transportieren. Die Chinesen wollen auch immer mehr ins Schwarze Meer fahren, weil nach Rotterdam der Umweg sehr groß ist. Das heißt, hier haben wir ein Potenzial, das besteht. Zum Beispiel Österreich transportiert ungefähr 10 Millionen Tonnen pro Jahr durch ein Profil durch. Am Rhein, wenn Sie fragen, der Rhein ist kleiner als die Donau, der transportiert 100 Millionen Tonnen. Jetzt will Österreich die Bundesregierung auf 30 Millionen Tonnen das steigern. Jetzt ist aber gleichzeitig zu sagen, wenn ich das mache, brauche ich zum Beispiel eine ausreichende Wassertiefe. Wir sprechen von 2,50 Meter Wassertiefe. Da brauche ich dann Maßnahmen, Tunnel, um die Wassertiefe zu behalten. Das hat aber ökologische Auswirkungen und fördert die Eintiefung. Jetzt sagen die WWF ist auch hier, habe ich gesehen. Hier gibt es natürlich große Diskussionen seitens der NGOs, die sagen, das ist nicht vereinbar mit einem Nationalpark, wenn sie da im Hintergrund sind. Also wie schaffe ich es jetzt, wir haben seit 10 Jahren Diskussionen in Österreich und darüber hinaus, wie schaffe ich es, jetzt Maßnahmen, neue Brunnentypen zu generieren, die wir auch im Labor testen, um beides zu erreichen, höhere Wasserstände für die Schifffahrt, die in Furten sonst hängen bleiben, weil sonst müssen die umladen. Und wenn die umladen, dann kommt der Zug und die Straße und das kostet das 3- bis 4-fache dann. Das ist natürlich unwirtschaftlich am Ende des Tages. Das heißt, neue Brunnenformen sind hier gefragt, die einen Rückbau am Ufer ermöglichen zum Beispiel und trotzdem eine Steigerung der Wassertiefe. Auf der anderen Seite haben wir hier diesen Block, den Sie hier sehen, den morphologischen Zustand. Je roter, desto schlechter. Und wir sind hier in Österreich und die sind in Rumänien unten. Wir sehen ein Ufer, ein typisches in Österreich, das manuell mit der Hand noch im Ende des 19. Jahrhunderts in 30 Jahren gebaut wurde. Die haben Steine, die Ufersicherung und die Regulierung mit der Hand noch gemacht seinerzeit. In Rumänien und Bulgarien haben wir noch freie Ufer, die noch nicht verbaut sind. Das sind die grünen Bereiche. Und jetzt geht es darum, wie können wir uns jetzt weiterentwickeln? Wir haben den Bedarf, in Österreich, zum Beispiel Deutschland oder auch in Oberliga-Bereichen generell, rückzubauen, zu revitalisieren, diesen Bereich herauszunehmen, dort wo es möglich ist. Und dort müssen wir schauen, wie wir die Schifffahrtsverhältnisse verbessern, ohne genau die gleiche Regulierung zu machen, wie es wir gemacht haben, weil das führt zu diesen Problemen mit der Eintiefung, die wir hier kennen. Das heißt, hier ist auch die Frage, wie kann man integrativ tätig sein. Wenn wir das nicht tun, dann sehen Sie hier einen Schnitt durch einen Fluss und diese Eintiefung, diese Erosion, weil Material oben zurückgehalten wird, dann gräbt sich der Fluss da ein, sagen wir 2 bis 3 Zentimeter pro Jahr. Und Sie haben an der Donau hier von diesem Kies vielleicht einen Meter noch, einen halben Meter, teilweise 10 Meter. Dann können Sie sich ausrechnen, 3 Zentimeter pro Jahr, 1 Meter Tiefe, wie lange dauert es jetzt, bis der Kies weg ist. Der Kies kommt aus der Eiszeit noch heraus, vor 10.000 Jahren hat die geändert in etwa. Und wenn das weg ist, kommen Sie auf Feinmaterial. Das kennen viele im Wiener Raum, wird das als Tegel bezeichnet, das ist eine Mischung aus Sand, Ton und Schluff in einer bestimmten Form. Wenn der mit Wasser in Berührung kommt, wird das ganz weich, das Material, wie ein Spielzeugton fast. Und man weiß jetzt nicht, was dann passiert. Man sieht nur ein Beispiel, wie hier an der Salzach was passieren kann. Wenn wir da drinnen sind, in diesen feinen Schichten, dann kommt ein Canyon zustande, der sich eingräbt.
Und dann verschwindet, wie hier die Salza, das Wasser, im Niederwasser in diesem Canyon, und dann kommen, sind die Schotterbänke trocken, die Fische können hier nicht draufspringen zum Leichen, wir haben ein Desaster eigentlich in Wirklichkeit. Hier die Siedlungen sind beim nächsten Hochwasser extrem gefährdet und die Schifffahrt muss auch aufhören zu fahren. Und dann ist die Frage, müssen wir dann Hainburg bauen mit vielen dieser Schreckensgespenster auch politischer Art? Kann man das anders überhaupt dann noch lösen? Hier muss man gegensteuern. Und das ist nicht nur historisch in den 60er Jahren, sondern auch 2002, das Hochwasser. Da sehen Sie hier die Lage 1953, 1975, 1995, 2001. Und hier ist diese imaginäre oder reale Linie zwischen dem Kies und dem Feinmaterial. Und dann genügt 2 bis 3 Tage und wir sackten hier um 4 Meter ab. Das will niemand, das kann niemand sich leisten. Wir stehen an der Donau auf 9 Kilometer, nicht so weit entfernt davon. Wir wissen es nicht genau, wann das eintritt, das hängt von vielen Umständen ab. Wir haben das gleiche bei der Grenzmauer mit Slowenien, wir haben verschiedene, bei der Salzach ist das ganz extrem, nach wie vor im oberösterreichischen Bereich. Und das ist auch bei anderen Flüssen. Wir haben zum Beispiel nicht gewusst, auch in Rumänien, dass wir dort 7-8 cm Eintiefungen haben pro Jahr, aufgrund des Rückhalts. Also hier muss was passieren. Und das setzt sich fort im Schwarzen Meer. Dort wird die Küste erodiert, bis zu 17 Meter pro Jahr. Das kann nicht die Lösung sein, dann verlieren wir unsere Sandstrände, dann hat auch touristisch, haben wir dann einiges an globalen Problemen auf uns zukommen. Da muss man Lösungen finden, da gibt es verschiedene Ansätze, die ich Ihnen jetzt ersparen will. Wichtig ist nur, man muss einerseits das Geschieberegime verbessern, diese Konnektivität, die ich vorher genannt habe. Man kann den Widerstand der Sohle erhöhen durch gröberes Material, man kann das Gefälle reduzieren, man kann die Schubspannung erhöhen. Wir versuchen das mathematisch zu beschreiben, um letzten Endes auch Maßnahmen zu entwickeln, die dem entgegenwirken. Um das zu tun, müssen wir Monitoring betreiben, das heißt, wir müssen Messungen vornehmen. Das schaut aus wie eine Fliegerbombe, leider ist aber ein Schwebstoffmessgerät, wo eine Flasche drinnen ist, wo man das absenkt und dann die Proben nehmen. Oder wir machen Kunststeine, Steine, die wir künstlich mit Sendern ausstatten, so wie die Bären, die man verfolgt. Da wurde ich vor 12 Jahren in Österreich belächelt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin aus Neuseeland aus einem Forschungsaufenthalt zurückgekommen, da habe ich es erstmals eingesetzt. Da haben die gemeint, das ist da irgendwie, weiß nicht, ganz normal an der Brücke, weil jetzt fangen sie Steine zu verfolgen an. Und 7-8 Jahre später ist es jetzt nachgefragt, auch an der Mur und anderen Flüssen, auch global gesehen, weil wir eine Methode haben, mit der wir diese Maßnahmen prüfen können. Zum Beispiel wissen wir, dass solche Steine ungefähr 3 Kilometer pro Jahr transportiert werden. Und wenn der Verbund, und das muss er machen, bis zu 200.000 Kubikmeter hineinschüttet, plus Abfang von Rhein, dann will man schon wissen, wie lange bleibt es in Österreich. Bei 48 Kilometer weiter ist es in der Slowakei, im Stauraum Gabčíkov in Bratislava, gibt denen zum Hochwasserschutzproblem und die müssen das baggern. Insofern braucht man die Informationen. Ja, das sind so kleine Boote, die wir verwenden hier, oder Geschiebemessungen und so weiter. Jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel, das ist ganz überraschend für uns gewesen. Es sollte dann ein kleines Video daraus werden vielleicht. Also im Grunde genommen ist man immer out, bis vor einem, sagen wir mal, einem Dreivierteljahr, haben wir an der Donau, östlich von Wien, Maßnahmen konzipiert, die dieses Zickzack gar nicht gewusst haben, dass es so existiert. Nämlich, es ist so ähnlich, eigentlich, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, wie die Dünen in der Wüste, in der Sahara. So haben wir auf einmal Dünen bei Grobmaterial, das war mir nicht bekannt und den anderen auch, mit den Kollegen international, dass wir hier Bewegungen von Dünen auf der Donausohle haben. Und diese Dünen, die bewegen sich, ja, vielleicht noch dazu gesagt, hier unten sehen Sie zwar einige Steine in Bewegung, das ist aber nicht genau, das muss ich ja dazu sagen, nicht genau die Düne, weil da sehen wir leider nichts. Wir würden gerne da unten reinschauen, aber bei Hochwasser sehen wir nicht, weil alles trüb ist und gefährlich ist, weil da kommen solche Baumstämme daher. Also diese Aufnahme stammt aus Niederwasserzeiten, soll nur ein bisschen Eindruck geben, dass hier Steine in Bewegung sind. Dann sehen Sie in weiterer Folge, was hier, wie das sich darstellt. Das ist so eine Schleife. Also fängt um 9 Uhr an, 10 Uhr, solche Taschen. Sie sehen hier, wie die Steine hier auch zum Teil, die aber nicht genau dazu passen, warum man erwähnt, wie diese Dünen sich bewegen. Jetzt sind die ungefähr 20 Meter lang und ungefähr 30 bis 50 Zentimeter hoch. Bewegen sich aber erstaunlich, für uns extrem erstaunlich, zwischen 2,5 und 9 Meter pro Stunde. Das war also eine Sensation für uns gewesen. Also, für die Insider auch natürlich, aber wir haben das nicht vermutet. Und das ist natürlich die große Frage, wenn wir jetzt sagen, die Schifffahrt braucht 2,50 Meter und wir haben solche Strukturen, die einen halben Meter selber höher sind. Und wir diskutieren mit dem WWF und anderen gemeinsam und versuchen, eine Brücke zu bauen, über 10, 20 Zentimeter quasi Fahrwassertiefe, die zulässig ist oder nicht, und haben diese
Sollformen, da wird auch erkenntlich, dass es hier natürlich einen großen Mangel auf dem Thema hat, an Wissen, um hier das Thema weiterzuentwickeln. Das heißt, wir brauchen hier Maßnahmen dann als Folge von dem, die quasi diese Varianzen hier mit einbeziehen. Unsere Modelle konnten, das ist interessant, dass ich es gleich zeigen werde, schon vor den Messungen, das haben wir noch nie gemacht. Ich dachte mir, wenn man einen Modellfehler hat, habe ich gedacht, dass wir haben, dabei war das danach erst in der Wirklichkeit so. Wie ich das gesehen habe, das ist ein Messfehler auch, du musst das schief geschwankt sein, aber das schief schwankt ja nicht in der Querrichtung, aber das ist ja die Fließrichtung, also war das eigentlich für uns relativ, und in dieser Geschwindigkeit relativ überraschend. Wie schon vorher erwähnt, haben wir zuerst das publizierte numerisches Modell, der Kollege Dieter, das ist jetzt nicht im Raum, entwickelt dieses ISET, ein Sedimenttransportmodell. Was Sie hier sehen, sind vor den Messungen auf einmal diese Strukturen im numerischen Modell, im Intermodell gewesen, die so ähnlich ausschauen wie das vorher gemessene. Wenn ich das jetzt starte, dann sehen Sie auch so Dünen, wie Zebras irgendwie, die sich da durchbewegen. Das heißt, die bewegen sich mit einer relativ großen Geschwindigkeit und das ist natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Das hat den Hochwasserschutz eine Auswirkung, weil das Rauigkeitselement ist für die Schifffahrt, aber auch für die Ökologie. Jetzt verstehen wir aber, warum die Benthos-Organismen da nicht oben leben wollen, weil da gab es von den Kollegen aus der Biologie Untersuchungen und eben alle Tiere, oben war nichts drinnen fast, aber so die waren in schlechtem Zustand. Dann haben wir reingegraben mit so Freeze-Cores, mit flüssigem Stickstoff, das rausgenommen vor einem Meter und auf einmal war in einem halben Meter tief ein Maximum an Biomasse. Das heißt, die flüchten da in den Schotter hinein und dort können sie überleben, da oben drüber diese Dünen gehen. Das heißt, es ist schon erklärbar, warum die Tiere das jetzt machen. Und damit müssen wir unsere ganzen Modellvorstellungen eigentlich auch teilweise revidieren. Aber das ist Forschung, man hat Überraschungen auch dabei. Für die Tiere, hier die Fischeier, ist natürlich das ein kritischer Moment, weil die Fische legen ihre Eier irgendwo hin. Und wenn dann so eine kritische Sohlschubspannung, die wir ausrechnen können, überschritten wird, dann wird der Stein erodieren, wie wir es vorher gesehen haben. Dann sind die Eier ausgesetzt, werden erodiert und der ganze Laich ist weg. Das heißt, in diesem Jahr könnte dann an dem Laichplatz kein Jungfisch mehr überleben. Das heißt, wir haben natürlich hier die Frage bei Rückbaumaßnahmen, wo sollen diese Laichplätze jetzt sein, wie kann man die verbessern, sodass sie auch strömungsgeschützter sind. Ich könnte noch den Wellenstart der Schifffahrt dazu nehmen, der Twin City Liner ist auch zu erwähnen, der auch Wellen macht, die auch Erosion verursachen. Also Sie sehen auch hier die Schifffahrt wieder im touristischen Sinne eine Auswirkung darauf. Wir versuchen das ein bisschen zu modellieren und mit verschiedenen Modellen, der Kollege Hauer ist ja auch im Raum, der das sehr federführend weiterentwickelt hier, wo wir entsprechend Habitatmodelle und Bewertungsmodelle durchführen. Das heißt, wir koppeln die Strömung mit dem Sedimenttransport und dann setzt man noch drauf die Fische und das ist das Schwierigste dann am Ende, weil da müssen wir wissen, was halten die Fische jetzt aus, wo können es noch gegen die Strömung schwimmen, wo nicht mehr. Und wenn man das kombiniert, dann hofft man, ein Werkzeug zu haben, das haben wir eher noch am Anfang als am Ende, vorherzusagen, wo hier Maßnahmen sich wie auswirken. Ja, die Maßnahmen, auf diesen Ergebnissen müssen wir Maßnahmen planen. Zum Beispiel diese Maßnahme, die granulometrische Sollverbesserung, bedeutet, man wird gröberes Material auf das bestehende Flussbett draufgeben und wenn es gröber ist, statt diese Größe, dann wird die Erosion geringer werden. Theoretisch und praktisch auch. Wie man jetzt gesehen hat, aufgrund dieser Sollformen, die wissen wir seit einem halben, dreiviertel Jahr, dass das Einbringen dieser Maßnahme gar nicht leicht ist. Aber wenn der Bagger eine Planung herstellen will und dann das einbringt mit der Hydroklappschutte, inzwischen sind schon diese Dünen reingewandert. Das heißt, er schafft es gar nicht so einfach in eine Baumaßnahme. Was Sie hier sehen in der Mitte, das alte, die Regulierung und das ist der Rückbau. Hier versuchen wir quasi zu kombinieren eine Schifffahrtsmaßnahme mit einer ökologischen Maßnahme. Weil wir hier den Flussuferläufer, den Regenpfeifer, den Eisvogel und verschiedene Vögel und Verbindungen zum Ufer herstellen können. Das heißt, es muss ja der Widerspruch sein, aber diese eigenartigen neuen Brunnen, das waren die alten Brunnen, Flussbaumaßnahmen, die wir jetzt in die Strömung orientieren, die wir nicht mehr anbinden ans Ufer, wie Sie es hier sehen. Das heißt, wir versuchen hier einen Abstand zu lassen, das ist bautechnisch gar nicht so einfach, dass das Wasser am Ufer entlang fließen kann und dort eine Verbesserung aus ökologischer Sicht bekommt. Damit möchte ich jetzt überleiten zum Donauraum, zur europäischen Dimension. Es ist schon erwähnt worden, das Sustainable River Research and Management Dream Projekt hat hier verschiedene Aktivitäten. Eines ist hier zu nennen, diese Forschungsinfrastruktur. Wir brauchen
Damit man diese Prozesse, die Sie vorher gesehen haben, im Labor nachbauen können, braucht man einen größeren Durchfluss. Diese Steine, die Sie gesehen haben, die bewegen sich bei 300 Liter pro Sekunde nicht. Da braucht man einen größeren Durchfluss, deswegen sind wir auf diesen hohen Durchfluss von 10 Kubikmeter pro Sekunde gekommen. Wir wollen Simulationswerkzeuge austauschen, Feldmessstationen entlang der Donau, ein Forschungsschiff, das es auch nicht gibt, und auch die Zusammenarbeit der Institutionen durchführen. Wir waren und sind immer noch stolz, wie der Herr Rektor schon gesagt hat, darauf, dass wir diesen Flagship-Status als erstes Forschungsprojekt auch bekommen haben, wo viele auch aus dem Ministerium und so weiter uns sehr stark, Herr Buchbauer sagt, und andere unterstützt haben. Sie sehen hier die Landkarte oder die Karte dargestellt, diese Sternenkarte, das Rote ist das Wiener Labor, ein zweites befindet sich im Delta. Wir haben in Österreich auch keinen Meeresanschluss in dem Sinn, das heißt, wir werden nicht von Wien aus alle Probleme lösen können. Da gibt es auch im Delta ein Projekt, wo die Rumänen sehr stark dahinter sind. Diese Feldstationen und das Forschungsschiff sollte in Novi Sad sein, weil es in der Mitte ungefähr ist und das Schiff nach oben und nach unten fahren kann. Ein Detailprojekt ist unser Wasserballabor in Wien. Das befindet sich in Nussdorf, wer das kennt, bei der Ausmündung des oder Ausleitung des Donaukanals aus der Donau, die Schemelbrücke. Das Otto-Wagner-Haus oben und dort unterhalb ist dieses Labor vorgesehen. Das leitet das Wasser von der Donau durch das Labor und in den Donaukanal. Und weil wir hier 3 Meter Wasserspieldifferenz haben durch den Aufstau der Donau, braucht man nicht pumpen. Und das ist ein Riesenvorteil. Man kann 10 Kubikmeter pro Sekunde nicht pumpen, das sind so viele Stromkosten etc. Und damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich nicht nur im Donauraum, sondern in Europa. Es gibt lediglich in Amerika, in den USA gibt es in Minneapolis ein Labor, das auch 8 Kubikmeter pro Sekunde durchs Labor leiten kann. Ich hoffe, Sie können hier ein bisschen erkennen, ein paar Fotos von der Baustelle, es ist erwähnt worden. Wir bauen noch nicht das Labor, da müssen wir noch die EU-Projekte einreichen dazu. Aber wir haben derzeit eine Baustelle dort bereits für die Zuleitung. Das ist auch eine große Herausforderung für eine Uni, die das nicht so oft macht und für mich auch insbesondere Weise, hier mit den Baufirmen das einigermaßen über die Bühne zu bekommen. Aber da sind auch viele andere sehr unterstützend tätig. Wurde auch wird von der Europäischen Union gefördert, ist ein Programm mit Ungarn gemeinsam. Fürs Labor selber müssen wir mit der Slowakei oder wollen wir mit der Slowakei auch und mit Ungarn ein weiteres Programm und ein nationales einreichen. Nur um eine Größenordnung zu sagen, so ein Labor ist relativ teuer, das kostet unseres allein 27 Millionen Euro und in Zeiten des Sparpakets oder nicht des Sparpakets, sondern der finanziellen Zwänge ist es gar nicht so einfach hier. Das kann man wirklich nur gemeinsam tun, diese Mittel auch aufzustellen. Ja, globale Dimension, wo ist hier die Donau? Sie sehen hier die 41 größeren Flüsse mit über 600.000 Quadratkilometer Einzugsgebiet. Die Donau hier, das können Sie, glaube ich, herauslesen vielleicht oder auch nicht, hat die Nummer 29. Wir sind in Wien nicht am größten Fluss, klarerweise, sondern der größte ist der Amazonas in allen Dimensionen. Wir sehen aber hier natürlich verschiedene Einflüsse und wir haben begonnen einmal in 2 Diplomarbeiten das darzustellen. Es ist natürlich so, der Amazonas ist jetzt für Brasilien beispielsweise ein Riesenthema, Wasserkraftausbau dort. Für Österreich auch ein Thema, die Andritz hat einen Turbinenauftrag in Höhe von 300 Millionen Euro dort auch laufen. Gleichzeitig aus NGO-Sicht totaler Widerstand, aus sozioökonomischer Sicht gegen das Projekt, auch in Österreich, Herr Kreutler, Bischof Kreutler dort tätig und anderes. Das heißt, wir haben extreme Widerstände, wo auch Österreicher tätig sind, auf verschiedenen Seiten sogar des Tisches. Und die Andritz hat mir auch gefreut, ist zu uns gekommen und hat gesagt, sie wollen eigentlich nicht mal nur was hinliefern, wo sie gar nicht wissen, wo es reinkommt, sondern wir sollten eigentlich hier schauen, was ist die Beeinflussung dieses Systems und können wir nicht ein neues, anderes Kraftwerk auch entwickeln, gemeinsam forschungsbezogen, das diese negativen Auswirkungen nicht im gleichen Ausmaße hat oder müssen wir teilweise auch verzichten darauf, je nachdem. Wenn Sie nach Russland gehen, haben Sie sozusagen die nuklearverseuchten Flüsse, die haben Kraft, der Obfluss, ja selber mal ein Projekt mit dem Professor Nachtnebel seinerzeit, der Obfluss kann nicht einmal aufgestaut werden im Speicher, weil dort einfach die Sedimente so verseucht sind, dass dann das Problem wäre, bei Hochwasser wird das mobilisiert und dann hat man Verseuchungsprobleme. Jetzt könnte man nach Australien gehen und alle verschiedenen Flüsse, China erwähnen. Sie sehen hier, die meisten Flüsse an Stationen haben Abnahmen des Sediments Richtung Meer. Das heißt, der Durchfluss, das Wasser bleibt fast konstant, wie hier am Yangtze in China dargestellt, aber ins Meer reinkommt weniger Material. Und das hat eine globale Auswirkung. Wenn Sie die Sedimente aufschütten würden und den Globus auf 1 Meter breite Mauer
dann bekommen Sie eine 167 Meter hohe Mauer, wie der Stephansdom ungefähr, die pro Jahr die Flüsse ins Meer transportieren. Und wenn das nicht mehr der Fall ist wie hier, dann gibt es einfach große Konsequenzen, nicht nur für die Flüsse selber, sondern auch für den Meeresbereich und die Küsten. Auf der anderen Seite haben wir hier die Wasserkraftentwicklung. Auch Österreich hat hier noch vor, Wasserkraftentwicklung zu betreiben in der Energiestrategie, 2x3,5 Terawattstunden. Auch hier sind noch hunderte Kraftwerke vorgesehen, die in einem besseren System vielleicht gebaut werden sollten, als es derzeit der Fall ist. Wenn Sie dann die Zahl der UNO auch anschauen, da kann man hier die Frage stellen, wann, in welchem Jahr sind die Speicher der Energiewirtschaft zu 80% vollgefüllt? Dann sind sie nicht mehr nutzbar und auch nicht für Trinkwasser in Afrika. Und da kommen wir zu diesen Zahlen. Das heißt, wir haben hier die Zahlen bis 2100 oder 2035 bereits. Also in Asien geht man davon aus, dass 2035 ein hoher Anteil der Speicher bereits zu 80% verlandet ist. In Südamerika 2080. Das heißt, das sind jetzt Zahlen, die nicht mehr die übernächste Generation betreffen, sondern das findet statt in der Lebensdauer der jetzt gebauten Kraftwerke und auch der Lebensdauer der vergangenen Kraftwerke. Das heißt, hier ist Handlungsbedarf gegeben, speziell Asien. Man wird nicht, also 2035 ist relativ rasch da und dann ist es schwierig, gerade in Afrika auch. Wer baggert dann das Material aus? Wer hat das Geld, das zu tun? Und dort geht es um Trinkwasserversorgung und andere Themen. Das heißt, das ist ein globales Problem. Damit komme ich zu dieser Large Rivers Konferenz, die in Wien gestartet worden ist. Das ist ein Gruppenbild von der Veranstaltung, wo der Rektor Gerzerbeck auch dabei war, Botschafter Stranzl war auch dabei, wo es darum gegangen ist, kann man nicht was tun jetzt auf globaler Ebene, und vielleicht bin ich oder auch andere noch zu idealistisch zu glauben, man kann was beitragen, aber wir wollen es zumindest versuchen, dass diese einzelnen Entwicklungen so nicht in der Form stattfinden. Wir waren auch sehr stolz, dass damals schon die UNESCO, aber auch die verschiedenen wissenschaftlichen Organisationen, die hydraulische, hydrologische und die Sedimentorganisation, die globalen, uns total unterstützen bei diesem Vorhaben. Daraus ist die Wiener Declaration entstanden, die Grundsätze einmal festgelegt hat, und das haben wir jetzt eingereicht als World Large Rivers Initiative in Paris, damit es dort beschlossen werden sollte, hoffentlich im IHP-Programm, weil das ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt aktiv werden können. Aus der Konferenz, und das ist nicht nur als Management, sondern auch Forschung, ist soll dargestellt werden in diesen zwei Folien. Wir haben nachher, das war eine ziemliche Arbeit, der Kollege Haspel, ein Mitarbeiter, hat sich da sehr hineingekniet. Wir haben 8 Special Issues herausgebracht, zu diesen, das sind die meisten ESC-Zeitschriften, die jetzt fast alle heraus sind, wo es auch gelungen ist, von der Wasserqualität über das Management integrativ, die Morphologie, Sedimenttransport, die Hydrologie, die menschlichen Einflüsse auf die Biodiversität, die Ökologie, wenn man so will, den Klimawandel und Landnutzungsänderung bis hin zum Hochwasser, einmal auch hier durch die Zeitschriften einmal in einer Breite darzustellen, die es noch nicht gegeben hat vorher. Und das wollen wir auch in der Konferenz in der nächsten zusammentragen, damit man auch die wissenschaftliche Grundlage hat für die weiteren Entscheidungen. Der Lehrstuhl selber nun, den wir eigentlich besprechen, hat folgende Ziele. Diese Initiative, die ich vorher besprochen habe, ist eine Kernaufgabe des Lehrstuhls, diese weiter zu befördern. Und hier bin ich nicht allein, weil hier müssen auch andere mitwirken und mithelfen. Die Konferenzorganisation, die Begleitung ist ein zweites Ziel. Dann wollen wir die Verbindung gerade zwischen Forschung und Management fördern. Wir wollen anwendungsorientierte Grundlagenforschung machen. Wir brauchen die Grundlagenforschung, sonst können wir keinen Erkenntnisgewinn haben. Siehe diese Solfarmen von vorhin. Und dann müssen wir es ins Management auch bringen, in die Umsetzung. Wir wollen dann auch einen Antrag schreiben, gemeinsam vielleicht mit der Weltbank, um auch diese Zukunft und den Status und daraus die Zukunft abgeleiteter Flüsse einmal zusammenzutragen. Dann gibt es noch diese Idee des globalen Beobachtungsnetzwerkes. Hier fängt man nicht von null auf an, es gibt ja Stationen, nur es gibt keine Verlinkung. Unser Vorbild ist hier die IPCC, das klingt ein bisschen hochtrabend vielleicht, aber im Grunde genommen gibt es zum Klimawandel schon viele Aussagen, aber zur globalen Entwicklung der Flüsse gibt es kein einziges Dokument und gibt aber einzelne Stationen, warum nicht diese mal zusammenstellen und einmal schauen, was sich global abspielt. Und dann für eine NGO auch wichtig, die Wissensgesellschaft. Wir müssen Bewusstseinsbildung auch machen in den Medien, auch in den Schulen. Wir müssen den Nachwuchs hier an die Flüsse sozusagen heranbringen. Ist ja auch interessant für viele Kinder dort zu spielen und hier auch die Flüsse so gestalten, dass der Zugang überhaupt möglich ist und diesen Spagat zwischen Schutz und Nutzung zu schließen. Wir haben hier verschiedene Partner, auch die Organisationen noch einmal, die schon beim Antrag des UNESCO-Chairs eine große Rolle gespielt haben und hier mit am Weg sind. Kommen wir zum Schluss, vielleicht zum Ausblick.
was ist geplant unmittelbar in der nächsten Zukunft? Das eine ist, und da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auf die Unterstützung der Direktorin Jiménez hier sehr stark und auch auf die anderen Kollegen, auf Botschafter Stranzen und andere, dass wir hier diese Initiative verabschieden müssen. Die ist noch nicht durch, also es ist vorher so gesagt worden, wir müssen das dort in diesem Raum, Sie sehen hier einen Ausschnitt, und ich bin so sehr gespannt, am 20. Juni bin ich selber dort, wir sind Observer in diesem Gremium bei der IHB, da werden dann alle Länder, die 34, die drinnen sitzen, mit dem Tafelverfahren zustimmen oder abstimmen. Die Signale waren von Russen und Südamerika und Afrikanern sehr positiv bis jetzt. Dennoch muss es eine Abstimmung sein und das ist immer so ein gruppendynamischer Prozess. Also wir hoffen, dass es gelingt und ich hoffe auch, dass die Frau Jiménez uns da entsprechend, bin sicher, unterstützen wird. Das nächste Highlight steht auch vor der Tür. Wir werden vom 21. bis 25. Juli diesen Jahres in Manaus am Amazonas sein und da hinüber uns begeben. Und die zweite World Strange Rivers Konferenz darstellen. Sie sehen auch hier ein paar Beispiele. Amazonas ist in aller Munde. Regenwaldabholzung, Wasserkraftausbau, Schifffahrtsentwicklung, Bergbau, Siedlungsentwicklung, Infrastrukturausbau. Wie kann man das jetzt? Man kann natürlich nicht sagen, als Österreicher, Brasilien darf jetzt keine Entwicklung betreiben. Das ist auch nicht unser grundsätzliches Ziel, sondern was wir wollen ist, zu schauen, wie kann man hier, wenn es erforderlich, eine vernünftige gemeinsame Entwicklung, diese Win-Win-Lösungen finden. Wahrscheinlich ist es nicht überall möglich, dann wird man jene Stellen für Wasserkraft aussuchen müssen, die weniger Einfluss haben als andere. Zum Beispiel, wenn man es dort im Hauptfluss des Amazonas macht und der sich eingraben beginnt, dann weiß man die Konsequenzen überhaupt nicht. Wenn dann der Regenwald austrocknen würde, hätte das globale Auswirkungen. Das heißt, man muss hier. Oder auch hier, wenn die gespeichert werden und die Baumstämme eingestaut werden, dann gibt es Methanproduktion, die unmittelbar in den Klimawandel hineinspielt, das sind riesige Staus. Hier gibt es aber auch Möglichkeiten einer anderen Wasserkraftentwicklung, vielleicht, wo ja auch andere jetzt vielleicht einen Beitrag mit uns gemeinsam leisten, versuchen wird. Ja, der letzte Punkt ist dann Jahresende, das ist vielleicht ambitioniert noch, versuchen wir, wenn es dann durchgeht, die Initiative, diesen Projektantrag umzusetzen. Wir haben Gespräche mit der Weltbank bereits aufgenommen, aber in unserem Finanzministerium auch. Wie weit wir da durchkommen, wird eine große Herausforderung und Schwierigkeit vielleicht werden. Aber es sind sehr viele begeistert, so etwas zu tun, weil es einfach keine Grundlage derzeit auf globaler Basis gibt. Damit komme ich zu meiner letzten Folie. Ich möchte mich natürlich bedanken bei sehr vielen. Zuerst einmal bedanken stellvertretend für das Außenministerium. Der Herr Eichtinger, Botschafter Eichtinger ist ja auch hier und auch die Frau Arzl ist, glaube ich, hier oder wollte auch kommen. Botschafter Stranzl habe ich natürlich sehr massiv in Paris vor Ort unterstützt, ohne seine Unterstützung mit den ganzen Sie haben ja schon oft mit ihm gesprochen, er spricht auch heute mit ihren Mitarbeitern wieder in Paris, hat sehr stark für Österreich dort auch gekämpft und ist maßgeblich da mitbeteiligt. Dann natürlich der Professor Demo, der heute nicht kommen könnte, und die Frau Dr. Jiménez, die im Sekretariat der UNESCO vor Ort das Ganze unterstützen, vom UNESCO-G angefangen bis zur Initiative. Und wir werden auch gemeinsam in wenigen Wochen dort in Paris dafür und Anführungszeichen kämpfen, dass wir das auch durchbekommen. Natürlich die Generalsekretärin Eschig und die Frau Walter Wintersteiner von der Österreichischen UNESCO-Kommission, die waren eigentlich jene, die gesagt haben als Idee, warum machen sie das nicht? Oder die Idee, ich habe das gar nicht gewusst in der Form, wie das ausschaut, diesen UNESCO-Chair, und da hat die Frau Eschig das damals also ganz genau bei einer Besprechung gesagt, warum versuchen sie das nicht? Das wäre ein netter Angelpunkt, weil sonst könnte man ja vielleicht auch fragen, warum macht Österreich das? Die Initiative, es braucht also irgendwo eine Begründung eigentlich, auch warum man sich da engagiert, und das ist hier mit der Unterstützung sehr gut, glaube ich, auch gelungen. Der Dr. Köck konnte nicht kommen, auch die Akademie der Wissenschaften hat uns sehr stark mit dem internationalen Programm hier unterstützt, möchte mich auch dafür bedanken. Dann die ganzen Lehrstuhlpartnerinstitutionen, die sind ja auch diese verteilten Institutionen, die mussten auch Letters of Intent schreiben oder durften oder wollten auch mit dabei sein. Das ist also auch eine gemeinsame Aktivität, nicht nur von uns. Bei den Ministerien, ich habe jetzt alle natürlich hinschreiben können, aber die Frau Sektionschefin Weidgruber, Herr Smolliner als Abteilungsleiter, Begus Pfefferkorn und ich fange jetzt nicht zum Aufzählen an, Herr Mahr und viele andere, allein beim Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium jetzt, die Frau Unter konnte nicht kommen, dann haben wir schon gehört, das BMFIT, Ministerium für Lebenswerte Österreich, die Länder Niederösterreich und Wien, aber auch das Bildungsministerium, Außenministerium und so weiter haben uns sehr groß unterstützt, auch der Bürgermeister Holpe selber, wo wir auch beim Labor dort waren, muss man sich natürlich und möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Gerade die Frau Weikow auch diesen Roundtable eingeladen, ohne den natürlich viele Aktivitäten vom Labor aus überhaupt nicht denkbar und nicht möglich.
gewesen wären. Wir haben auch die TRIM-Partnerländer. Es hat mich auch sehr gefreut, dass Deutschland, also Baden-Württemberg und Bayern, den Flagship-Status aktiv unterstützt und gefördert haben und mitgewählt haben. Und es geht runter bis zur Ukraine, die derzeit in Umbruchsstimmungen ist, aber auch hier bei uns dabei ist, sodass auch hier dieses TRIM eine gewisse sozioökonomisch-politische Dimension auch hat, die ich selber unterschätzt habe. Bei unseren Treffen sind schon sehr viele Spannungen am Anfang gewesen, zwischen Serben und Kroaten beispielsweise. Das hat sich jetzt im Laufe des Projektes auf der fachlichen Ebene auch etwas entspannt. Und ich kann mich gut erinnern, beim letzten Treffen, wo wir waren, wo der Kollege aus der Ukraine drin war und vom Maidanplatz erzählt hat, dass er am Handy angerufen wurde und seine Tochter dort war und deren Freund erschossen worden ist von Snipers, wie das gar nicht gewusst haben, was los ist, war das auch ein Teil dieser TRIM-Partner-Meetings. Und im Grunde genommen auch hier viele solche Diskussionen über die fachliche Ebene, muss ich sagen, das habe ich durchaus unterstützt, aber ich schätze das auch, dass das wichtig ist, hier auch einfließen müssen. Nicht zuletzt auch natürlich via Donau, Energiewirtschaft, sämtliche Projektpartner, ich konnte nicht alle aufschreiben, viele Büros sitzen am Tisch, Stadt Wien auch an der Stelle, von der rechtlichen Seite von Hammerschmidt und viele andere, die uns wirklich da sehr gut durchgetragen bis jetzt auch haben und hoffentlich weiterhin unterstützen werden. Die Doppler-Gesellschaft ist auch prominent vertreten hier, die natürlich den Grundstein aus meiner Sicht gelegt hat für die Forschungsaktivitäten. Ohne die könnte man das Ganze nicht durchführen, weil es braucht auch eine Finanzierung. Und hier ist auch die Kopplung zwischen Forschung und Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft weitere Initiativen in dieser Richtung setzen können. Natürlich auch beim BOKU-Rektorat, beim Rektor Gerzerbeck, in besonderer Weise auch Vizerektor Klößl und auch Frau Reitmeier und Haberhauer etc., die anderen Kollegen. Ich weiß es sehr zu schätzen, wie viele Stunden bereits da investiert wurden und bei allen diesen Gesprächen, sei es Bürgermeister Holp und anderes, waren sie mit dabei. Und es ist natürlich auch so, dass ich viele Wünsche habe und nicht alles umgesetzt werden kann, aber bis jetzt ist alles umgesetzt worden, großteils, was möglich war. Insofern muss ich mich, vielleicht bin ich auch manchmal hartnäckig oder so, aber ich denke, mir ist es durchaus bewusst, dass auch hier Zwänge bestehen. Ich muss das extra betonen, dass das BOKU-Rektorat, was viele andere Kollegen aus anderen Ländern nicht unbedingt so behaupten können, vielleicht spricht es auch für die BOKU an sich, dass ein sehr kurzer Weg zum Rektorat ist und dafür möchte ich mich natürlich sehr, sehr herzlich auch einmal offiziell hier bedanken. Dann natürlich auch beim Department, Wickel Weidbacher ist hier, hat natürlich viele Ideen auch geboren, das Labor zum Beispiel, und hat mich da sehr massiv unterstützt, und auch jetzt noch immer, wenn Probleme auftauchen, ist das der Fall. Auch das Institut Professor Nachtnebel ist hier und auch der Kollege Carsten Schulz ist hier im Raum, die natürlich sehr viel beigetragen haben für die Genese dieses ganzen Unterfangens. Natürlich besonderer Weise auch meine Arbeitsgruppe, die großteils auch hier ist, die natürlich viele dieser Ergebnisse eigentlich produziert und die ich sie hier vielleicht verkaufe, aber ich möchte mich auch hier im Namen von meiner Person selber und auch der anderen bei der Arbeitsgruppe bedanken für diese schon jahrzehntelange mittlerweile Unterstützung, ohne die es nicht gegangen wäre. Jemand, der nicht draufsteht, möchte ich nicht vergessen, ist natürlich meine Familie, meine Eltern sind auch hier, Schwiegereltern und meine Frau und Kinder, die natürlich, wie schon gesagt worden ist, das massiv unterstützen und ich oft ein sehr schlechtes Gewissen habe und ich sollte es eigentlich wahrscheinlich nicht sagen, aber es ist de facto so, weil sehr viel Zeit hineingeht, aber das Glück ist, dass meine Frau auch vom Fach ist, auch eine BOKU-Absolventin ist und auch Kulturtechnik, Wasserwirtschaft studiert hat und wir doch viele auch Gemeinsamkeiten an den Flüssen gemeinsam tragen und hier dass dadurch wahrscheinlich als einziger Grund vielleicht auch wirklich möglich ist, diese Zeit zu entbehren und hier einzusetzen. Herzlichen Dank dafür. Damit möchte ich zum Schluss kommen und noch allen danken, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Thank you.
Thank you.